Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trains and World 4 hier auf meinem Kanal. Wir sind heute auf der Maintalbahn unterwegs und das Ganze wieder auf zwei Kanälen. Ich begrüße auch alle Zuschauer, die jetzt bei DTG bzw. auf dem Trains and World YouTube Kanal eingeschaltet haben. Einen wunderschönen guten Abend euch allen und natürlich auch an meine Zuschauer, die das Video zeitgleich auf meinem Kanal sehen. Die sind natürlich auch an dieser Stelle herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit Trains and World 4. Da einen schönen Gruß auch an die Entwickler und an das Team von DTG, die das Ganze hier möglich machen. Das habe ich in der letzten Folge oder in der letzten Aufnahme nicht gemacht, aber ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge die Folgen bei DTG verwendet werden. Deswegen einfach mal so. Für alle DTG-Zuschauer natürlich der Hinweis, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Den findet ihr hoffentlich in der Videobeschreibung. Ansonsten einfach mal Ramagani eingeben. So. Die Maintalbahn, ich habe mir da eine schöne Fahrt rausgesucht. Hoffe ich doch, dass ich die jetzt hier finde. Ich bin wieder bestens vorbereitet. Ihr merkt das schon. Meine Zuschauer sind das schon gewöhnt. Also, wir fahren von Aschaffenburg einmal nach Miltenberg. 51 Minuten soll das Ganze gehen. Die anderen Fahrten, die gibt es hier nicht. Die gibt es nur im Fahrplanmodus. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Mal gucken, ob wir mit dabei sind. Aber das sieht eigentlich nicht so aus. Dann können wir die eigentlich auch im Fahrplanmodus machen. Und den Fortschritt genießen. Dann machen wir das doch mal so rum. Hier in den Fahrplanmodus. Ich habe mir extra eine schöne Fahrt rausgesucht, aber ich habe nicht drauf geachtet, wo die drinne war. Nämlich hier in 23307. Der hat zwei Vorsachen. Also hier zweimal 2 Minuten, einmal 49 Minuten. Und dann schauen wir mal, dass wir die Fahrt zu Ende kriegen. Ich habe ja maximal 70 Minuten Zeit. Das ist bei den DTG so. Ich bin ja nicht der einzige Content Creator, der für DTG hier jetzt Material erstellt. Da gibt es ja noch ein paar mehr und da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen und sich auch mal ein bisschen einschränken. Und in diesem Fall schränke ich mich mal auf 70 Minuten ein. Muss ich vielleicht mal das nächste Mal mit Alex besprechen, dass wir dort ein bisschen länger machen können, weil die Szenarien und die Fahrten ja teilweise auch über eine Stunde gehen, gerade was die amerikanischen Strecken betrifft. Aber ich bin ja hier der deutsche Content Creator und bin auch überzeugt worden, nur deutschsprachiges Döns zu machen in Form von Niddertalbahn, Maintalbahn und dann auch die linke Rheinstrecke. Die kommt aber auch noch. Oder war schon da, ich weiß es ja nicht genau. So, also, wir sollen die Kiste hier erstmal fertig machen. Das heißt, wir rüsten die mal auf. Da müssen wir natürlich auch einmachen, sonst wird das nichts. Gehen nochmal zurück, gehen da rein. Und dann... müssen wir noch die Zugspitze einstellen und die suche ich hier bei dem Fahrzeug immer so ein bisschen. Ich kann mir das langsam nicht mehr merken, bei den ganzen Fahrzeugen, die wir hier haben, das sind ja doch ziemlich viele aktuell schon geworden. So, und jetzt fahren wir die Kiste hier erstmal raus. Das Schöne ist, wir können die Fahrplanfahrten jetzt alle in einem Schwung machen, weil wir das Problem nicht mehr haben, dass wir im Journey-Modus ins nächste Kapitel gehen oder in die nächste Aufgabe gehen müssen. Da ist der Fahrplanmodus wesentlich angenehmer oder wesentlich besser, weil wir dann im freien Spiel bleiben können und einfach den Zug nachher übernehmen. So. Also wir rangieren hier erstmal raus. Sperrsignal war offen. Wichtig für alle Zuschauer, die es noch nicht wissen. Die Rangiergeschwindigkeit in Deutschland, die ist bei 25 km/h. Außer es ist im Streckenbuch anders vermerkt. Gibt es durchaus Bahnhöfe, kenne ich auch einige, wo man nur mit 20 oder weniger sogar noch rangieren darf. Oder im Werkstattbereich Mannheim zum Beispiel darfst du auch nur mit 10 km/h rangiert werden. Für die Zuschauer, die jetzt bei DTG mit einschalten, ihr kriegt bei mir auch mal ein bisschen Fachwissen, gerade was die deutsche Eisenbahn betrifft. Ich bin nämlich vom Fach, ich bin Lokführer vom Beruf, gelernter Eisenbahner im Betriebsdienst. Und entsprechend kann ich hier auch hin und wieder mal ein bisschen fachlich ausschweifend erzählen. Da müsst ihr euch dann jetzt mal die nächste Stunde dran gewöhnen. Und das dann auch in den nächsten Folgen. Aber das, denke ich, da könnt ihr gut mit leben. Ne? Wir sind ja alles Eisenbahnfreunde. Und ich suche hier wieder Material. Das ist unglaublich. Was ich hier... ich habe den Schreibtisch die Woche aufgeräumt. Das sieht schon wieder aus wie Dresden 45. Nein, Scherz am Rande. So schlimm ist es nicht. Da ich auch die Tage noch nicht kenne, an denen die ganzen... Aufnahmen von mir veröffentlicht werden, kann ich euch auch nicht sagen, ob jetzt heute Abend vielleicht sogar noch ein Livestream stattfinden würde oder so. Was ist denn hier überhaupt? Bin auf der Rückseite von Aschaffenburg, okay. Gut, gut. Und wir haben ein einzelnes Fahrzeug, ne?
So, dann machen wir mal bremsen. Luft dazu. Muss eigentlich schon reichen, ne? Hey. Das Spiel verlangt mal wieder, dass wir eine Punktlandung machen. Das kennen wir auch. Das kommt hin und wieder mal vor, bei vereinzelten Stellen, dass wir immer eine Punktlandung machen müssen. Also wirklich im blauen Kreis drinne stehen. Das ist aber kein Problem, das ist machbar. So, das war die erste Fahrt. Dann geht es direkt weiter. Zum freien Spiel zurückkehren. Dann machen wir den mal auf 0. Dann machen wir den Richtungswender auf 0. Den da machen wir aus. Ne, nicht entkuppeln. Da aus. Dann machen wir hinten zwei rote ein. Und dann können wir eigentlich auch komplett auf dem vorderen Führerstand nachher bleiben. So, haben wir noch irgendwas vergessen? So, eigentlich nicht, oder? Dann gehen wir mal auf den anderen Führerstand. Einmal Kopf machen. Ich liebe ja diese Fahrzeuge. Das sind so richtig schöne Nebenbahnfahrzeuge. Mit denen fahren wir auch immer nach Frankreich. Wenn wir einkaufen, zum Einkaufen fahren. Oder im Odenwald. Da sind die Dinger ja auch unterwegs. Da kann ich hier eigentlich was bedienen. Jawohl. Aber da bringt uns jetzt noch nichts. So, dann machen wir jetzt auch in diesem Moment die PZB und die SIFA an. Und ja, hinten Licht brauchen wir nicht. Wir haben ja bestes Wetter. Wir fahren nach Wertheim, ne? Oder? Ist das Ding jetzt Wertheim? Ha, werden wir gleich sehen. Das müssen wir noch bestätigen, ne? Hallo? Da will er nicht. So, dann fahren wir nach Aschaffenburg. Den erstmal wieder aus. Ich liebe ja so zusammenhängende Aufgabe im Fahrplanmodus, deswegen finde ich den Reisemodus auch nicht so praktisch, weil im Reisemodus haben wir das Problem, wenn die Fahrten im Reisemodus und im Fahrplanmodus sind, nur im Fahrplanmodus beenden, dann werden die im Journey-Modus, also im Reisemodus, nicht abgehakt. Das finde ich ein bisschen schade. Weil der Fahrplanmodus ist eigentlich das, was das Spiel ja so ausmacht. Der Reisemodus ist ja ganz schön, dass man da ein bisschen was freispielen kann, aber das geht so ein bisschen Richtung gegen den Fahrplanmodus. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, auf meinem YouTube-Kanal sollte ich jetzt eigentlich, wenn diese Videos hier kommen, von irgendwo bei knapp 700 Folgen Let's Play sein. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Playlist ist da und auch meine fast 100 Livestreams sind dort alle archiviert. Unter anderem zwei 24-Stunden-Streams, die ich gemacht habe. Oder drei sogar. Ne, waren es zwei oder drei? Ich weiß es nicht mehr. Alzheimer lässt grüßen an der Stelle. Ich mache das hier zwar nicht zum ersten Mal, dass ich Videos für DTG mache, aber muss mich dran gewöhnen, tatsächlich so zu sprechen, als ob hier jetzt Zuschauer da sind, die mich noch nicht kennen. Beziehungsweise die nicht auf meinem Kanal sind. Das ist ein bisschen ungewohnt. Wird sich meine Zuschauerschaft jetzt natürlich ein bisschen die Augen reiben. Oder die Ohren in diesem Fall. Zu sehen gibt es ja hier nichts. Also doch, klar. Wir fahren eine Eisenbahn. Aber also mich zu sehen. Also reiben wir uns mal besser die Ohren als die Augen. Ich hätte jetzt natürlich auch eine 612 nehmen können. Oder wie da hinten steht, eine 628. Aber wurde ja gebeten, das in Reinkultur zu zeigen. Das heißt, mit Inhalten, die es im die auch definitiv mit dabei sind. Das ist ja nicht der Fall, wenn ihr gewisse DLCs nicht habt, dann habt ihr ja nicht alles, was ich hier habe. Da müsst ihr auch wieder dran denken, ne? Wenn ihr Sachen bei mir sehen solltet in den Videos oder jetzt hier irgendwas, was ihr so nicht kennt, dann liegt es daran, dass ich alle DLCs auf dem Rechner habe und entsprechend dann auch Dinge bei mir angezeigt werden oder vorkommen können, die bei euch Spielern, wenn ihr nicht alle DLCs habt, nicht unbedingt vorkommen sollten. Dass nicht jeder alle DLCs hat, ist verständlich, weil wir reden jetzt ja hier, ich habe es mal nachgeschaut, weil wenn wir alle DLCs zusammennehmen, reden wir von 2200 Euro, jetzt mal über den Daumen. Was ja aber auch bei vielen Strecken inzwischen gerechtfertigt ist, der Preis.
meine, vom Umfang her, bei Transam Classic bezahlen wir auch einen guten Preis für die Strecken. Aber vom Inhalt her ist TSW ja doch ein bisschen mehr, ne? Wenn wir den Fahrplanmodus immer im Hinterkopf behalten, der ja einiges an Fahrten bereithält. Ich glaube, hier auf der Strecke müssten es 130 Fahrplanfahrten sein. Das kann ich euch aber gleich genau sagen. Ich habe ja hier einen TSW-Tracker. Wer den noch nicht kennt, einfach mal TSW-Tracker bei Google eingeben. Da könnt ihr nämlich euren Fortschritt vom Spiel ein bisschen nachverfolgen. Ups, jetzt bin ich in die Notbremsstellung gekommen. Gut. So, das ist der Leerzug. Hauptbahnhof Teil 1, Teil 2, Teil 3. Jetzt kommt Teil 3. So, dieser Zug fährt um 52 ab. Jetzt gucken wir mal kurz, ob ich mit Wertheim reiche. Ich kann mir das immer... Ne, Miltenberg heißt es doch. Oh, ich bin so ein... Anstoffe, Laudenbach, Kleinbach, Miltenberg. So. War das jetzt übernommen? Ne, wird er wahrscheinlich erst machen, wenn das Szenario losgeht. Aktuell geht das Szenario ja noch nicht los. Aber die Türen können wir trotzdem schon mal aufmachen. Dann machen wir nichts verkehrt. So, dann würde ich zum Wendenbeleuchtung nochmal einmachen. Hör ich immer an. Wenn euch nicht wundert. Ich kann überlegen, wo wir die Zuglichter... Ah, die sind schon an, ne? Ja. PZB-Modus, obere Zugart. Alles in Ordnung hier. So, ihr müsst bei mir auch immer im Hinterkopf behalten, ich bin in der Realität Güterzug-Kutscher. Das heißt, ich fahre nur Güterzüge und das auch nur lokbespannt. Anders ja auch Blödsinn. Wir sind ja nicht bei der Kasseler Straßenbahn. Und deswegen suche ich hin und wieder mal bei diversen Personenfahrzeugen irgendwelche diversen Funktionen, die ich kenne aus meinem täglichen Eisenbahnbetrieb. Deswegen da bitte nicht wundern, wenn ihr bei mir mal so ein bisschen Planlosigkeit erlebt. Das gehört bei mir zum laufenden Programm. Mit Profis arbeiten kann jeder. Ich arbeite mit mir selber, also mit einem Volltrottel. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Jetzt hat er Miltenberg vorne eingestellt. Schade, dass man das nicht selber bedienen kann, aber das ist für mich eine Nebenfunktion. Also es muss für mich nicht unbedingt sein, dass die Zugzielanzeige von mir selber eingestellt werden kann. Das ist für mich ein schönes Gimmick, aber das ist kein Muss. In erster Linie sprechen wir ja auch immer noch von einer Eisenbahnsimulation, in der wir Züge von A nach B fahren. Das ist die Natur der Eisenbahn, dass man Züge von A nach B fährt. Klingt blöd, ist aber so. Und entsprechend... bin ich jemand, der über die gewisse Dinge hinwegschaut, wie zum Beispiel das Fahrgastinformationssystem. Wie gesagt, ist ein schönes Gimmick, aber das muss jetzt nicht unbedingt immer funktionieren. Schön ist es natürlich, weil es ja zur Eisenbahnsimulation dazugehört. Ebola wäre natürlich auch noch schön, wenn das mal irgendwann Verwendung im Spiel findet. Es gibt da ja einen externen Entwickler, der die Fahrpläne hier am entwickeln ist, war, wollen würde. Weiß ich nicht, was der aktuell macht. Bei dem im Discord, müsste ich gleich mal nachfragen, ob die da überall noch an der Entwicklung dran sind, sodass man sich das Ebola auf dem Tablet darstellen lassen könnte. Was natürlich jetzt erstmal fürs Spiel, wenn ihr offline spielt, natürlich genial ist. Für mich als Content Creator ist das natürlich ein bisschen suboptimal, weil ich den Fahrplan ja hier nicht dargestellt bekomme. Das ist übrigens auch der Grund, warum... Das braucht man nicht, wir sind auf einer deutschen Strecke, da sollte ich mich auskennen als Lokführer. Warum ich das hier oben nicht als Cheating empfinde, also die Distanzanzeige hier, die lasse ich ja mit Absicht an. Das hat damit zu tun, dass wir im Ebola-Fahrplan ja auch den Standort der Signale haben. Jetzt der Sperrsignale nicht, aber der Hauptsignale und die Geschwindigkeiten, die sind ja auch im Fahrplan hinterlegt, die Streckengeschwindigkeiten. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als Cheating oder als Cheaten oder als Schummeln an, wenn da oben mir die Geschwindigkeiten vorangezeigt werden und auch die Standorte der Signale. Und das hier oben ist ja einfach nur insgesamt eine Information für uns alle, dass ich das anhabe, unter anderem damit ich die Haltestellen finde, weil alle Strecken auswendig kennen, da bin ich weit von entfernt. Man muss ja auch dran denken, dass ich in der Realität ja auch schon
weit über, ja, lass es über den Daumen geschätzt 6000 Kilometer Schiene kenne, auf denen ich offiziell streckenkundig bin. Ausfahrt steht, Langsamfahrt erwarten wäre ein Vorsignal. Bin gelegentlich mal ein bisschen verwirrt, da müsst ihr euch echt angewöhnen. Hier ist auch genug da. Heute seit langem mal wieder eine ganze Kanne Kaffee gemacht. Jetzt die ganze Zeit immer Instant-Kaffee getrunken. Weil das besser dosierbar ist. Habe ich hier jetzt erstmal wieder eine ganze Kanne mit 1,5 Liter stehen, die jetzt auch getrunken werden wollen. Oder die, wo ich mich ganz genau kenne, dass ich die leer trinken werde. Problem daran ist einfach nur, dass es eigentlich schon wieder viel zu viel Koffein für den Tag ist. Ich wollte ja eigentlich mal ein bisschen kürzer treten, was den Koffein-Konsum betrifft. Von Energy Drinks bin ich auch inzwischen komplett entwöhnt. Liegt daran, dass wir in Basel keine Möglichkeit mehr haben, an Energy Drinks zu kommen. Normalerweise habe ich traditionell in Basel immer für einen Energy Drink hier reingezwitschert. Beschleunigen mache ich jetzt schon gar nicht mehr. Oh, ich finde diesen Effekt in den Tunnel rein- und rausfahren seit TSW 3, den finde ich sowas von schick gemacht. Und dieses Augengewöhnen man auch hat. Noch mal ein bisschen rollen lassen. So, da wir nur mit einem Zug fahren, können wir auch mal großzügig ein bisschen früher anhalten. Wir müssen nicht immer durchfahren. Ich traue mich nur mit dem Bremsen bei dem Fahrzeug, bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, weil mal bremst da nicht. Das ist hier irgendwie tagesformabhängig. Ich werde alt, ich merke es langsam. Türen zu. Warten, bis das Blinken vorne weg ist. Bremse können wir lösen. Und dann würde ich sagen, geht das los. Wir hatten Langsamfahrt erwarten, das heißt, wir können uns gemütlich befreien. Wir wissen ja, dass wir gleich eine 60er Einfahrt bekommen. Das wäre jetzt eigentlich auch eine Information, die wir aus dem Fahrplan lesen könnten. Im Fahrplan würde jetzt drin stehen, ESIG. Also die Position des ESIG, also Einfahrsignal, und dann würde dort hinten dran stehen E60, was mir sagen würde, dass ich dort mit 60 in den Bahnhof einfahren darf, wenn kein ZS3 an Hauptsignal verbaut ist, was hier nicht der Fall ist. Aber wir können ja oben an der Distanzanzeige, also an der Vorausschau, können wir sehen, dass wir dort eine 60er Einfahrt haben. Jo, jetzt kriege ich eine Zwangsbremsung gleich. Und die kann ich euch auch gerade erklären, weil ich hier nämlich jetzt dämlich war. Das ist jetzt wirklich mein Verschulden, weil ich war noch in der restriktiven Überwachung und da wir im Wechselblinken waren, als ich mich befreit habe und ich die 550 Meter noch nicht freigefahren habe, wie es gedauert hätte, bis die restriktive Überwachung ausgegangen wäre, habe ich jetzt eine Zwangsbremse bekommen, oder hätte ich eine Zwangsbremse bekommen, wenn ich jetzt über 45 km/h das Signal quittiert hätte. Ich war aber noch unter 45, die Zwangsbremse, die kam jetzt durch die SIFA.
Also gerade noch so die Kurve gekriegt. Die restriktive Überwachung, müsst ihr immer dran denken, wenn ihr euch aus der PZB befreit, ne? Also wir sind jetzt auf 85 km/h überwacht, der 1000er Hertz Leuchtmelder ist an, das heißt, wir können uns jetzt aktuell nicht befreien, das funktioniert nicht. Weil der 1000er Hertz Leuchtmelder noch an ist. Wenn ihr euch befreit, also der 1000 Hertz Leuchtmelder geht aus und ihr befreit euch und ihr fahrt dann in den nächsten 550 Meter immer noch in der restriktiven Überwachung. Das heißt, ihr seid immer noch überwacht im Hintergrund, aber ihr seht es nicht mehr. Es ist optisch nicht mehr wahrnehmbar. Und da müsst ihr immer dran denken, 550 Meter geht das Ganze. Also die reine Überwachung geht 750 Meter und dann habt ihr nochmal 550 Meter, die restriktive Überwachung im Hintergrund mitläuft, wenn ihr euch befreit. Immer dran denken und im Hinterkopf behalten, dass ihr noch restriktiv überwacht werdet. Also, dass ihr quasi immer noch da drinne seid. Aber wir können uns schon mal befreien. Wir haben zwar vorne schon Halt. Ist sogar schon aufgegangen, das Signal. Da vorne sehen wir es, Fahrt mit Fahrt erwarten. Wir haben jetzt eine 80er Ausfahrt dort vorne. Anschließender Weichenbereich kommt hier ins Spiel. Muss ja heute ein bisschen mehr erklären. Es sind ja Zuschauer da, die mich noch nicht kennen. Jetzt kommt der anschließende Weichenbereich ins Spiel. Wir hatten eine 60er Einfahrt und der anschließende Weichenbereich, der orientiert sich im Normalfall von Signal zu Signal. Das heißt, wir fahren beim Einfahrsignal die 60 und fahren bis zum nächsten Hauptsignal und fahren dann die von diesem Hauptsignal angezeigte Geschwindigkeit. Jetzt gibt es aber eine Besonderheit, wenn wir einen gewöhnlichen Halteplatz dazwischen haben, was ja in diesem Fall der Bahnsteig hier war. Dann dürfen wir, ist der anschließende Weichenbereich abgefahren und wir dürfen dann die Geschwindigkeit fahren, die uns das nächste Hauptsignal anzeigt, was in diesem Fall eine 80 ist. Das seht ihr jetzt auch oben drüber, das Dreieck ZS3 mit der Kennziffer 8. Das sagt uns, dass wir dort mit 80 jetzt ausfahren dürfen. Dann beginnt hier jetzt der nächste neue anschließende Weichenbereich und der ist jetzt auszufahren bis hinter die letzte Weiche im Fahrweg, weil das das Ausfahrsignal war. So, kurz zur, damit ihr das nochmal gehört habt. Anschließende Weichenbereich, der ist begrenzt. Der Anfang liegt immer bei dem Signal, ab dem die Fahrt zugelassen wird. Und das Ende ist immer bei einer Fahrt ab dem Einfahrsignal oder Zwischensignal am folgenden Hauptsignal. Das habe ich ja gesagt, wir fahren von Signal zu Signal. Oder halt den Halteplatz. Bei mehreren ist es der letzte Halteplatz. Das heißt, wenn wir jetzt zwischen diesem Einfahrsignal und dem Ausfahrsignal zwei Bahnsteige gehabt hätten, dann hätte unsere 60 erst ab dem zweiten Bahnsteig aufgehört zu wirken und ab da hätten wir dann die 80 fahren können. Auf Abzweigstellen und Überleitstellen ist es das letzte Hauptsignal hinter der letzten Weiche im Fahrweg. Wichtig ist, ne, wir reden hier immer von Zugschluss, Geschwindigkeitserhöhung, Zugschluss, Geschwindigkeitsverringerung, Zugspitze. Außer wir gehen von der Rangierfahrt in eine Zugfahrt über, dann können wir auch die Zugspitze als Geschwindigkeitsschwelle nehmen. Und das habe ich wieder genug gefachsimpelt für den ersten Moment. Jetzt wird es ja relativ entspannt, eingleisige Strecke hier. Ich hau den Hobel mal nach oben. Und wir werden gleich nochmal zwei Bahnhöfe haben, in denen der anschließende Weichenbereich ein Thema sein wird. Bei einem Normalfall finden dort dann in Fahrplanfahrten Überholungen statt. Ich hoffe, ich spreche eigentlich nicht zu laut. Nee, eigentlich sollte das gehen hier, wenn ich einen Ausschlag sehe, weil ich... Seit ich meinen Rechner hier umgebaut habe, bin ich ein bisschen durcheinander. Also ich habe ja... Also meine Zuschauer wissen das ja, ich habe ja hier einen neuen Bildschirm bekommen, weil der Schornsteinfeger einen alten kaputt gemacht hat. Was passieren kann, bin ich nicht böse. Ich habe als Handwerker, als ich noch Handwerker war, bevor ich zur Eisenbahn gegangen bin, übrigens eine meiner nicht besten Entscheidungen meines Lebens, nein, Scherz am Rande, ich fühle mich bei der Eisenbahn ja ganz wohl, habe ich als Handwerker auch mal hin und wieder irgendwas kaputt gemacht. Kann passieren. Dann habe ich jetzt hier meinen kompletten PC, meine komplette IT-Infrastruktur hier
also umgebaut und der eine Bildschirm ist von rechts nach links gewandert, der neue Bildschirm ist nach oben, also nicht der neue, sondern der Bildschirm, der links stand, der ist nach oben gewandert und, dann, und der vierte neue Bildschirm, der ist jetzt hier nach rechts gewandert und das Einzige, was noch so ist, wie früher, ist mein Hauptbildschirm, der ist hier direkt vor der Nase, der ist nur ein bisschen vom Platz nach links geschoben worden, weil ich meinen PC unter den Füßen habe, also unterm Schreibtisch und der ist von links nach rechts gewandert, weil ich sonst die vorhandenen Kabel zu kurz gewesen wären, um den neuen Bildschirm anzuschließen, weil ich kein HDMI-Kabel mit 2 Meter Länge hatte, sondern nur mit 1,5 Meter Länge. Deswegen muss ich den PC auch wandern lassen. Aber fühle mich so aber auch wohler, weil, weil ich jetzt weiß, also der PC hat früher so gestanden, dass die das Lüftungsgitter, das heißt da, wo der von der Seite, wo der PC die Luft zieht, war auf der anderen Seite, war leicht, leicht versperrt durch einen kleinen Schrank, der davor steht. Jetzt ist er auf der anderen Seite und kann auch vernünftig Luft ziehen. Und ein positiver Nebeneffekt ist, ich habe jetzt immer warme Füße, was ich vorher nicht hatte. Da ich ja als Raucher das Problem habe, dass ich öfter mal kalte Gliedmaßen habe. Das ist ja bei Rauchern oftmals so und ich bin da nicht von ausgenommen. Also Hände und Füße sind bei mir ganz gerne mal kalt. Aber wer weiß, was in diesem Jahr noch kommt. Ein Laster habe ich ja dieses Jahr jetzt schon abgelegt. Da habe ich jetzt noch 7 Tage, dann bin ich einen Monat durch. Soll ja für die Gesundheit verträglich sein, wenn man sich Laster nach und nach ablegt. Aber beim Rauchen, da bin ich einfach noch nicht so. Der nächste Halt ist Sulzbach. Ich bin mal gespannt, wir sind jetzt im Fahrplanmodus unterwegs, ob uns vielleicht auch mal eine V60 irgendwo entgegenkommt. Das ist ja auf den eingleisigen Nebenbahnen, wobei ich, weil das hier wird wahrscheinlich nicht als Nebenbahn zählen, genauso wenig wie die Niddertalbahn. Ist der Verkehr ja echt limitiert, weil in einem Streckenabschnitt darf ja immer nur ein Zug sich befinden. Und da wir hier zwischen den Bahnhöfen immer nur einen Streckenabschnitt haben, kann sich auch nur ein Zug drin finden. Wir haben natürlich, wir hätten jetzt natürlich die Möglichkeit, mehrere Signale in eine Richtung zu stellen. Das heißt, wenn jetzt hinter mir ein Güterzug wäre und ich und dieser eingleisige Streckenabschnitt hier in 2 oder 3 Blöcke unterteilt wäre, dann könnte mir der Güterzug folgen. Nur entgegenkommen kann mir halt kein Zug. Das ist bei der eingleisigen Strecke ja auch ungünstig. Weil dann macht es irgendwann mal Bums und dann haben wir einen Schaden und dann haben wir unter Umständen auch Menschen, denen es nicht mehr ganz so gut geht. Und da haben wir in der Vergangenheit gelernt, zuletzt in Bad Aibling, dass das eher ungünstig ist. Wobei der S-Bahn-Unfall da bei München, der war ja auch dadurch verursacht, dass ein Lokführer ohne Zustimmung des Fahrdienstleiters nach Vorbeifahrt am roten Signal einfach weitergefahren ist. Dann sind ja die 2 S-Bahnen da in Bayern zusammen. Das ist so der jüngste Unfall auf einer eingleisigen Strecke. Eingleisige Strecke ist immer so ein bisschen schwierig. Da muss der Lokführer schon genau wissen, was er tut. Deswegen bin ich auch, also ich fahre ja auch auf einer eingleisigen Strecke, fahre ich regelmäßig. Das ist die Gäubahn von Stuttgart nach Singen. Da ist ja ab Horb, ist eingleisig. Und da bin ich auch, wenn ich dort ein Ersatzsignal zum Beispiel gestellt bekomme in Form von ZS1 oder ZS7, dann bin ich einer von den Lokführern, die den Fahrdienstleiter anrufen und mal nachfragen, ob das jetzt ernst gemeint ist, also ob das alles eine Richtigkeit hat. Also ich frage nicht, ob das ernst gemeint wäre, weil wenn ich das so fragen würde, dann würde er auch sagen, willst du mir jetzt sagen, ich weiß nicht, was ich tue. Das will ich natürlich nicht. Ich bin ja eher der Charakter, der mit allen anderen Stellen der Eisenbahn zusammenarbeitet, weil ich sage immer, ich als Lokführer, ich bewege nur die Züge. Der Fahrdienstleiter sorgt dafür, dass ich meine Züge bewegen kann und meine Leitstelle mir die Infos, die ich brauche, um meinen Zug zu fahren. Und ich sage ja immer so schön, dass nur
dass die Eisenbahn nur funktionieren kann, wenn alle Stellen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Das ist leider so eine Tugend, die in der Eisenbahn irgendwie verschollen gegangen ist. Das merkt man sehr oft daran, wenn man mal mit dem Fahrdienstleiter telefoniert und da gibt es halt einige, die nicht so das Interesse haben, mit dem Lokführer zusammen Lösungen zu erarbeiten. Ebenso ist es auch auf Leitstellen teilweise, dass also am Ende ist es so, was draußen passiert, das weiß eigentlich nur 100% der Lokführer. Was im Hintergrund passiert, das weiß meine Leitstelle und was auf der Strecke passiert, das weiß der Fahrdienstleiter bzw. die Betriebszentrale oder Zugüberwachung, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne sie immer ZÜ, also Zugüberwachung. Die wissen, was auf der Strecke los ist. Und ich sehe, was vor Ort ist. Das ist halt einfach so. Und das sind drei Wissensstände. Wenn man die vernünftig zusammenlegen würde, dann könnte man einen wunderschönen Eisenbahnbetrieb in Deutschland gestalten. Und könnte Lösungen auch immer zusammen zu erarbeiten. Und das ist so eine Sache, die... Ich bin jetzt seit 2016 bei der Eisenbahn unterwegs. Und mir ist in der Zeit aufgefallen, dass es immer weniger wird. Und, das liegt aber auch viel an... an der viel zu kurzen und viel zu stümperhaften Ausbildung, die bei der Eisenbahn inzwischen vorherrscht. Habe ich auch schon mal im ein oder anderen Let's Play oder Livestream erwähnt, dass ich den Leuten, die Quereinstieg machen, sei es Lokführer in 9, 11 oder 12 Monaten, je nachdem, kommt ja aufs EVU an, oder Fahrdienstleiter, die einen Quereinstieg machen, da ist es durchaus so, dass ich den Leuten, die diesen Quereinstieg machen, noch nicht mal einen Vorwurf mache, weil die müssen halt einfach das, was ich in 2, beziehungsweise in Eisenbahner Betriebsdienst im Normalfall in 3 Jahren lernt, ich durfte das ja in 2 Jahren machen, ich habe ja viel mehr im Hintergrund über die Eisenbahn gelernt, als es der Quereinsteiger macht, weil der Quereinsteiger, bei dem geht es ja wirklich nur darum, das Regelwerk reinzuprügeln, ihm das Fahren beizubringen und dann geht das irgendwann mal los. Also da fehlt ja so ein bisschen das Funktionsverständnis der Eisenbahn im Hintergrund, wofür die Leute aber meistens nichts können. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Ausreißer bei den Quereinsteigern, die halt auch fachlich halt einfach eine Vollkatastrophe sind. Ich sage immer, wer einen Quereinstieg macht, der muss sich auch zu Hause hinsetzen und dort freiwillig weiter studieren. Aber das ist inzwischen tatsächlich weniger geworden, dass da Ausreißer unterwegs sind, was daran liegt, dass die Bildungsgutscheine nicht mehr ausgeschmissen werden, wie Hustenbonbons oder wie Kamelle auf dem Karneval. Das passt ja gerade zum Thema. Karneval ist ja jetzt voll drinnen, die Zeit. War nämlich eine Zeit lang ganz schlimm, dass das Arbeitsamt hat ja diese Macke in Deutschland, dass die sich Berufsgruppen raussuchen, in denen es momentan Facharbeitermangel gibt. Dann werden da die Bildungsgutscheine rausgeschmissen. Das war eine Zeit lang bei Floristen. Das war eine Zeit lang bei Bürofachkräften, also im bürokaufmännischen Bereich. Und entsprechend sind dort viele Trottel unterwegs, also in Anführungsstrichen Trottel. Ich will jetzt niemandem auf die Füße treten. Und das war bei der Eisenbahn halt auch mal eine sehr lange Zeit der krasse Fall, dass dort die Bildungsgutscheine im Arbeitsamt quasi vom Balkon geschmissen worden sind. Da waren auch viele Leute mit dabei, die das eigentlich gar nicht machen wollten, die das nur angefangen haben und dann sich haben so blöd angestellt, Hauptsache sie kriegen ihre Leistung weiter. Ich kann mich noch an meine Selbstständigkeit erinnern, ich musste mir einmal im Monat, musste ich mir für 4 Tage immer Arbeitnehmerüberlassung ins Haus holen, weil ich hatte einen Auftrag über 2 Jahre, der immer innerhalb von 4 Tagen abgearbeitet werden musste. Da mussten 16.000 Pakete verpackt werden mit 6 bis 7 Artikeln, die in diese Pakete einsortiert werden mussten. Und das Ganze auch noch so, dass das einen gewissen Standard erfüllt und dass die Waren auch bei dem Empfänger der Sendung unbeschädigt ankommen. Und da waren auch öfter mal Glasflaschen mit dabei. Und da musste ich mir einmal für 4 Tage immer von einer Zeitarbeitsfirma 16 Leute ranholen. Und da habe ich auch teilweise Leute gehabt, die sind einen Tag gekommen. Dann haben wir Mittagspause gemacht nach 4 Stunden.
Und dann, und dann zur Mittagspause waren auf einmal zwei Leute weg. Ja, die sind halt einen Tag zur Arbeit oder einen halben Tag zur Arbeit gekommen, sind dann weg. Dann habe ich natürlich bei der Firma angerufen und habe gesagt, ja Leute, da sind zwei von euch sind verschwunden, ich brauche Nachschub. Ich brauche für morgen zwei neue Leute. Und dann ja, haben die ihre Kündigung bekommen, sind damit zum Arbeitsamt und haben dann ihre Regelleistung wieder für ein Jahr bekommen. Das ganz oft erlebt, so eine Situation. Sehr unangenehm. Wäre auch nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin dann doch eher derjenige, also ich glaube, ich bin vom Charakter her so, selbst wenn ich in Rente wäre, was ja noch 37 Jahre dauert, 36 Jahre, sind noch 36 Jahre, 36,5 Jahre. Am 1. September 2057 gehe ich in Rente. So stand es zumindest auf meinem letzten Rentenbescheid drauf. Der lustigerweise, also ich muss jetzt noch ein Jahr länger arbeiten als noch letztes Jahr, warum auch immer, oder vorletztes Jahr, 2022 hieß es noch G56 in Rente, da hieß es 57, aber egal. Ich glaube, selbst in der Rente werde ich noch gucken, dass ich irgendwo eine Kleinigkeit mache, weil sonst wird mir wahrscheinlich die Decke auf den Kopf fallen und ich glaube, diesen ganzen Content-Creator-Gedöns, wie wir es jetzt heute machen, ich meine, das läuft ja schon relativ lange, aber YouTube, Twitch und Co., ich glaube nicht, dass wir da in 30 Jahren noch sind. Momentan ist der Podcast ganz groß im Kommen. Oder ist momentan ganz groß. Mal langsam Fahrt erwarten. Wir haben wieder eine 60er Einfahrt. 85 haben wir unterfahren. Dann geben wir ein bisschen Bremskraft bis zum Hauptsignal. 60 erreichen. Aber wenn ihr eine Zugbeeinflussung bekommt in der oberen Zugart, ne, dann fängt die 85 an zu blinken. Der 1000 Hertz Leuchtmelder ist aktiv. Und das heißt für euch, ihr müsst innerhalb von 23 Sekunden auf unter 85 km/h runterbremsen, sonst bekommt ihr eine 2. Zeige ich euch gleich mal, wenn der 1000 Hertz Leuchtmelder ausgeht. Das nochmal mit der restriktiven Überwachung. Ich befreie mich jetzt aus der 85. Jetzt seht ihr, die 85 ist weg. Ich hoffe, das sind jetzt keine 550 Meter, dürfen es aber eigentlich nicht sein, weil der 500 Hertz Magnet schon vorbei war. Und wenn ich mich jetzt, ja, okay, das ist ein blödes Beispiel, ne? Weil die 85, die hätten wir jetzt ja so oder so bekommen. Aber bei der Ausfahrt kann ich es ja vielleicht nochmal zeigen. Bei der Ausfahrt zeige ich es euch nochmal, dann kann ich das besser mit der restriktiven. Also die restriktive wäre eh Wechselblinken, aber davon mal abgesehen. Ich zeige es euch gleich bei der Ausfahrt mit der restriktiven Überwachung. So, anschließender Weichenbereich ging jetzt am Einfahrsignal los. Zu dem Thema nochmal. Jetzt fahren wir den Bahnhof ein mit 60. Bis zu unserem Bahnsteig, der dort vorne ja schon zu sehen ist. Dort halten wir an. Und damit sind unsere 60 erstmal abgefahren. Weil wir wissen, wir sind jetzt hier in Obernburg. Wir wissen, wir haben hier nur einen Bahnsteig, an dem wir halten, innerhalb des Bahnhofes. Also, das hier unser gewöhnlicher Halteplatz. Das wäre jetzt zu erkennen im Fahrplan mit einer Abfahrts- und Ankunftszeit. Also Ankunfts- und Abfahrtszeit, so rum. Wir kommen ja zuerst an und fahren dann wieder ab irgendwann. Und dann halten wir hier an. Und jetzt haben wir in diesem Moment die 60 abgefahren und könnten jetzt, wenn wir ein Ausfahrsignal hinten bekommen, welches schon da ist, da hinten sehen wir es, ist auch eine 60er Ausfahrt, würde jetzt im Fahrplan auch drin stehen, dürften wir jetzt die Geschwindigkeit von dem Signal dort vorne fahren. Das heißt, wenn dort vorne jetzt eine 100 oder eine 80 stehen würde, dann dürften wir mit 80 oder 100 auch ausfahren. Und zwar von Anfang an. Kann ich das mit der restriktiven Überwachung sehr wahrscheinlich nicht zeigen, weil das Signal zu weit weg ist. Wir probieren es einfach mal. Ja doch, wir befreien uns einfach mal und dann gucken wir mal. Wenn ich die Zwangsbremsung kriege, dann kriege ich sie. Dann habe ich es euch zumindest aber mal gezeigt. Damit ihr genau wisst, was ich meine. Aber ich denke nicht, dass wir da noch in der restriktiven Überwachung sind, weil das Signal, das ist ewig weit weg. Ich sehe das hier oben auch. Wir haben eine Vorausschau von 1,5 Kilometer. Das hier ist ungefähr, ja, ein Drittel. Mehr als ein Drittel sogar. Werden mehr als 550 Meter werden. Altes Glanzstoffwerke. Das sind auch so Namen, die von. Also, wir haben zum Beispiel bei uns oben im Norden von Hamburg haben wir eine Station, die heißt IKEA irgendwas.
Also, weil da ein Ikea ist. Aber wir hatten ja noch nicht mal Vorsignal, hätte ich euch eh nicht zeigen können mit der restriktiven Überwachung, aber egal. Dann gibt es ja in Rüdesheim zum Beispiel auch die Bahnstation Rüdesheim-Obelwerk. Also es gibt durchaus, ist das nicht ungewöhnlich, dass wir Stationen haben, die nach irgendwelchen Fabriken benannt sind. Aber die lustigsten Stationsnamen, also Haltepunktnamen oder Bahnhofsnamen, finde ich immer noch, die heißen, wie Personen heißen würden. Da haben wir bei Hanau zum Beispiel Wolfgang. Bahnhof, der heißt Wolfgang. Ich weiß gar nicht, ob das Dorf auch so heißt. Habe ich mich noch nie mit befasst. Dann haben wir Frankfurt-Luisa zum Beispiel, finde ich auch ganz nett. Finde ich immer cool. Aber das hört sich immer so bescheuert an, wenn mich einer fragt, ja, wo bist du denn jetzt? Ja, ich fahre gerade durch Wolfgang. Das hört sich dann immer so an, ja, was macht er denn da? Er fährt durch Wolfgang oder ich fahre durch Luisa? Bei jemandem, der diesen Umstand nicht kennt, hört sich das immer sehr lustig an. Ich bin das gar nicht gewöhnt, auf der Maintalbahn so pünktlich zu sein. Wahnsinn. Oh, und die Sonne scheint hier so schön draußen. Da freue ich mich ja schon fast, vor die Tür zu gehen gleich. Ich habe nämlich gleich noch einen Termin abzuarbeiten. Ich muss nach der Aufnahme entsprechend 2 Videos fertig machen. Veröffentlicht werden sollen heute. Was ich hier jetzt übrigens mache beim Beschleunigen, also den Hebel direkt auf 100, das solltet ihr nicht machen, wenn es regnet auf der Strecke oder wenn es schneit auf der Strecke. Das ist hier eher ungünstig, weil das Fahrzeug hier, das neigt dazu, dann auch zu schleudern. Da ein bisschen vorsichtiger mit dem Gas, aber das ist allgemein bei TSW immer zu empfehlen, wenn es regnet oder schneit. Na, wenn ich nachher von meinem Termin wieder zurück bin, und von 13 bis 14 Uhr ist der Termin, dann geht es auf der linken Rheinstrecke weiter. Da muss ich mir auch nochmal eine schöne Fahrt raussuchen. Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Wenn dort jetzt mit mehr als 100 dran vorbeifahren würden, würden wir eine Zugbeeinflussung bekommen. Ist jetzt nicht der Fall, also kriegen wir auch keine Zugbeeinflussung. Bei der PZB nochmal der Hinweis, alle Zahlen von 0,5 bis 9 werden quittiert. Bei der 8 und bei der 9 haben wir öfter, weil keine Magneten liegen. Kann sogar bei der 70 vorkommen, ist aber bei der 70 aber relativ selten, dass da kein Magnet liegt, aber bei der 80 und 90 habt ihr im Normalfall, wenn überhaupt, einen Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Das heißt, wenn ihr wenn ihr an einem LF6 vorbeifahrt, dass euch die Kennziffer, oder LF1, LF6, das ist egal, wenn ihr daran dran vorbeifahrt, also beim Geschwindigkeitsvoranzeiger dran vorbeifahrt und da ist eine Kennziffer 8 und ihr fahrt schneller als 95, bekommt ihr eine Zugbeeinflussung. Wenn ihr an der 90 vorbeifahrt und schneller als 100 seid, also 10 km schneller als die vorangezeigte Geschwindigkeit und dort liegt ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, bekommt ihr auch eine Zugbahn. Sofern dort natürlich ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt liegt. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür.
Ja, nach oben. Nee. Immer so schön, schön warten, bis vorne das Blinken aufhört. Für alle, die sich wundern, dass ich vorhin über pünktlich gesprochen habe, ne? Definition Deutsche Bahn, alle Züge, die später als 5 Minuten und 59 Sekunden am Ziel ankommen, gelten als verspätet. Alles, was unten drunter ankommt, immer noch pünktlich. In der Schweiz sind es 2 Minuten und 59 Sekunden. Trotzdem ist die Schweiz pünktlicher als wir Deutschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung, als ich bei DTG zu Besuch in Chatham war, war, dass auch in England die Eisenbahn eigentlich alle pünktlich waren. Also zumindest die, mit denen ich gefahren bin, die waren alle pünktlich da. Und sind auch pünktlich am Ziel angekommen. In Italien war das auch der Fall. Ich habe 2 Jahre in Italien gelebt und bin dort mit der Eisenbahn, weil ich in der ersten Zeit kein Auto hatte. Und wenn wir nach Florenz wollten, sind wir mit dem Zug nach Florenz gefahren. Ich habe ja nordöstlich von Florenz gewohnt, in Italien, in der Toskana. Und da waren die Eisenbahnen auch pünktlich. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal einen Zug hatten, der verspätet war. Auch als wir in Igea waren, das ist bei Rimini, da sind wir auch mit dem Zug hingefahren, um 4 Tage am Strand ein bisschen auszuspannen. Da waren die Eisenbahnen auch pünktlich. Fällt schon auf, dass wir in Deutschland nur das Problem haben mit den verspäteten Eisenbahnen. Nein. Wenn ihr so viel unterwegs seid, wie ich es bin, dann werdet ihr feststellen, dass es gar nicht so krass ist mit den Verspätungen. Also zumindest nicht so, wie es uns immer in den Medien suggeriert wird. Trotzdem ist im Fernverkehr ja nachweislich eine Verspätungsrate von 30% und mehr nachgewiesen. Schöne ist ja, dass ich die Eisenbahn oder die Nummer mit Zugausfällen und Verspätungen ja schon von 2 Seiten erlebt habe. Bevor ich überhaupt mal die Idee hatte, zur Eisenbahn zu kommen. Da war ich einer von den Fahrgästen, die dann irgendwann mal sauer geworden sind. Wenn meine Eisenbahn verspätet war, beziehungsweise überhaupt gar nicht gekommen ist. Habe ich einmal in Lüneburg gestanden, da ist meine Eisenbahn nicht gekommen wegen Personenunfall. Aber damals hat mich das nicht interessiert, weil Durchsage hieß Notarzteinsatz am Gleis, wo ich so denke, ja, dann lass doch irgendwas anderes fahren. Heutzutage habe ich da Verständnis für, weil ich jetzt selber bei der Eisenbahn bin, entwickelt man da so ein gewisses Verständnis für. Das halt RKS-Signal halt erwarten. Okay. Deswegen bin ich, heute bin ich da anders unterwegs. Heute rege ich mich über Verspätung nicht mehr auf. Im Gegenteil, da werden sogar Witze gemacht mit den Zugbegleitern oder Zugchefs. Ich glaube, den makabersten Witz, den haben wir gemacht. Da habe ich einen Zug nach Köln gefahren und bin dann von Köln mit dem ICE wieder zurück in meine Heimat gefahren, Richtung Mannheim. Und das war die Nacht, in der ab 0 Uhr die Maskenpflicht in den ICEs aufgehoben worden ist. Und da habe ich mich auch lustig mit dem Zugpersonal so ein bisschen unterhalten gehabt. Hab im Bistro gesessen, was gegessen gehabt und um 0 Uhr flogen durch das Bistro sämtliche Masken vom Zugpersonal und auch meine und haben uns gegenseitig an den Kopf geschmissen, weil wir uns so lustig unterhalten hatten vorher. So, jetzt haben wir die 500 Hertz Beeinflussung bekommen.
Ups. Ja, ein Tacken zu viel. Ups. Passiert mir hin und wieder bei dem Fahrzeug. Weil mir da so der Widerstand ein bisschen fehlt. Wir haben hier zwar einen Widerstand drin. Aber wenn man da einmal zu viel drückt, dann geht er runter. Das passiert mir hin und wieder. Da gibt es aber auch andere Fahrzeuge, wo mir das öfter mal passiert. Bei der Vectron, bei der 187 passiert mir das öfter mal. Jetzt sind wir auch wieder pünktlich. Guck mal hier oben. Also sogar vor Plan. Habe ich mal daran erinnert, während meiner Ausbildung zum Lokführer, habe ich ja bei der Mittelrheinbahn, habe ich meine praktische Ausbildung genossen. Sehr viel Spaß damals bei der Mittelrheinbahn. Das war ein Personenverkehr Regionalbahn zwischen Köln und Mainz. Habe ich jetzt eine ganze Kanne Kaffee schon leer. Zwischen Köln und Mainz. Und da habe ich mich mit meinem Ausbilder so verquatscht, dass ich in Ullaborn stand. Das ist an der linken Rheinstrecke. Also die Station kennt ihr auch aus dem Transim World. Da haben wir gestanden. Und dann haben wir uns so verquatscht gehabt. Und dann habe ich den Zug abgefertigt. Dann meinen Serviceblick aus der Tür rausgeguckt. Serviceblick ist ja aus der Tür raus. Ne? Der Lokführer, der beobachtet ja nicht, ob alle eingestiegen sind oder ob alles in Ordnung ist, sondern das ist einfach ein Serviceblick, wenn der Lokführer aus dem Fenster guckt. Also der guckt einfach, ob da vielleicht noch jemand kommt, bevor er die Türen schließt und ob er den Fahrgast noch mitnehmen will, kann. Und wir haben uns halt so verquatscht und ich habe abgefertigt, habe auf den roten Knopf gedrückt oder auf den grünen Knopf, nicht auf den roten, war der rote Knopf. Also nicht zwangsschließen, es gibt ja auch zwangsschließen, aber ich habe auf jeden Fall die Tür normal geschlossen. Und bin dann losgefahren und dann beim Losfahren ist uns aufgefallen, dass ich anderthalb Minuten vor Plan abgefahren bin. Das ist aber meinem Ausbilder auch da erst aufgefallen und dann kam aber auch direkt der Anruf aus unserer Leitstelle damals, warum wir denn anderthalb Minuten vor Plan abgefahren wären. Das ist für einen Fahrgast natürlich tierisch unangenehm, wenn man anderthalb Minuten vor Plan abfährt. Und das ist mir aber auch schon passiert, also als Fahrgast schon passiert, aber mit dem Bus. Und zwar war das Silvester 2015 oder 2016. Ich weiß nicht, könnte 2015 gewesen sein. Ist ja auch egal, welches Jahr das war. Ich und meine Frau, wir mussten nach Frankenthal in der Pfalz. Waren dort bei den Schwiegereltern auf der Silvesterfeier eingeladen. Und haben dann natürlich geguckt, wann fährt unser Bus. Ja, okay, alles klar, dann ziehen wir uns mal gemütlich an. Kinderwagen aufklappen, Kind reinsetzen, zack, bumm, ab runter zum Bus. Ne, da war das Mini-Flausch ja noch ein oder zwei Jahre alt. Also da waren wir noch mit dem Buggy oder mit dem Kinderwagen unterwegs. Und dann sind wir zur Bushaltestelle gelaufen. Und dann ist uns der Bus, 3 Minuten vor Plan, ist der Bus vor uns abgefahren. Und es fuhr denn kein anderer Bus mehr an dem Tag. Und dann haben wir da gestanden und mussten uns dann abholen lassen. Weil wir nicht nach zu der Silvesterfeier gekommen sind. Und da war ich natürlich auch mich am Aufregen. Deswegen habe ich da auch Verständnis für. Aber ich habe im öffentlichen Personennahverkehr schon hier in Ludwigshafen und Mannheim Sachen erlebt, die ich in Hamburg so nicht kenne. Also ich bin ja ursprünglich aus Hamburg und bin hierher gezogen. Wegen Familie, Frau hat hier ein Unternehmen und deswegen, es war einfacher, ich mache mein Unternehmen zu, als wenn meine Frau ihr Unternehmen zugemacht hätte. Und da sind Sachen hier in Ludwigshafen und Mannheim vorgekommen, die ich so aus Hamburg nicht kenne. Das geht schon los mit dem Ein- und Aussteigen. Ne? In Hamburg ist es, also in Hamburg habe ich das ganz, ganz selten, dass die Leute vor den Türen stehen und die Leute, die aussteigen wollen, nicht vorbeilassen. Das kenne ich aus Hamburg so nicht. Also hier in Ludwigshafen ist das eine Krankheit. Hier lassen die Leute dich nicht aussteigen. Warum auch immer das hier so krass ist, aber das kenne ich, wie gesagt, aus Hamburg nicht. Und dann haben wir noch so eine Geschichten, wie zum Beispiel Straßenbahn. Ich und meine Frau wollten mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Die Straßenbahn stand schon da. Wir sind mit dem Kinderwagen vor der Straßenbahn, sind wir noch gelaufen mit dem Kinderwagen. Der hat die Türen zugemacht. Und ist eiskalt losgefahren, obwohl er gesehen hat, dass wir noch in den Zug mit rein wollten. Er ist eiskalt abgefahren. Und dann stand noch ein Kollege von dem da draußen. Ich habe mich natürlich aufgeregt. So eine Scheiße hier, was soll denn das, ne? Und dann fängt er an, mich zu beschimpfen und fängt an, mir mit Schläge zu drohen.
Sowas gibt es in Hamburg auch nicht. In Hamburg sieht er auf der Kamera, okay, da läuft einer. Also das kann man in Hamburg gut beobachten beim DT4 und DT5, weil man da ja dem Lokführer oder U-Bahn-Fahrer, ich weiß ja nicht, wie U-Bahn-Fahrer genannt werden wollen, der sieht das ja auf der Kamera, dass da noch einer gelaufen kommt. Und im Normalfall haben die immer gewartet, wenn die gesehen haben, dass da noch einer auf dem Bahnsteig am Laufen ist. Ich weiß nicht, ob das die süddeutsche Mentalität ist. Ich kenne mich mit der süddeutschen Mentalität ja allgemein nicht so gut aus. Ich kenne ja nur dieses trockene Norddeutsche. Aber ich erzähle ja auch immer so gerne, ne? Ich bin 35 Jahre alt. Und wenn meine Mama mitbekommen würde, dass ich für ältere Leute, also für ältere Personen in den Bahnen oder Bussen den Platz nicht freimachen würde, die würden mir heute immer noch einen Satz heiße Ohren verpassen. Das hat ja auch mit Höflichkeit zu tun. Ich finde, man sollte vor älteren Menschen erstmal pauschal Respekt haben. Das Einzige, wo ich vor älteren Menschen keinen Respekt habe, ist, wenn die von mir keinen Respekt haben. Weil auch wenn ich jünger bin als die, kann man trotzdem erwarten, dass die von mir als Mensch trotzdem Respekt haben, auch wenn die da doppelt so alt sind wie ich. Ich finde, Alter hat nichts damit zu tun, ob man Menschen respektieren muss oder nicht, sondern hat alles mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und so handle ich ja auch im Allgemeinen. Wer Respekt vor mir hat, wer mich respektiert, der muss keinen Respekt vor mir haben im Sinne von Angst, sondern wer mich respektiert, den respektiere ich auch, ganz einfach. Egal, ob man Freund oder Feind ist, sofern man gegenseitigen Respekt zueinander hat, ich glaube, dann wäre die Gesellschaft auch wesentlich entspannter unterwegs, wenn man so einen gewissen gegenseitigen Respekt miteinander hat. So, das müsste jetzt der vorletzte Halt sein, kleinen Eubach. Also komme ich ein bisschen über 60 Minuten, aber der Alex hat gesagt, alles bis 70 Minuten sei erlaubt. Also sollte das passen. Ich meine, ich hätte ja auch nur die Fahrt machen können, aber das wäre dann ja langweilig gewesen. So haben wir wenigstens noch ein bisschen rangiert. Halt nur ein bisschen schade, dass sowas nicht als ein Fahrplan zusammengefasst ist. Also dass man halt immer in dieses kurze Menü mit reingezwungen wird. Wir haben ja durchaus schon Fahrplanfahrten gehabt, wo Rangieren mit drin ist. Aber nun gut. Besser so, als wenn wir es gar nicht hätten, ne? Mit dem Rumrangieren und danach direkt in den Zugfahrt übergehen. Wie gesagt, da ist der Journey-Modus ja, wie ich ja am Anfang gesagt habe, ein bisschen kontraproduktiv. Der Journey-Modus ist natürlich eine schöne Sache. Die Zuschauer von meinem Kanal, die kennen meine genaue Meinung. Wenn ihr die hören wollt, dann gerne mal vorbeischauen. Äußere ich mich öfter mal zu. Immer Journey-Modus. Möchte ich jetzt hier an der Stelle eigentlich nicht so. Und dann sind wir gleich in Miltenberg. Ich finde ja schon, die Strecke macht Spaß. Ne? Das ist so, für ein bisschen hin und her fahren ist die Strecke echt super. Herausfordernd ist die Strecke jetzt nicht unbedingt. Da haben wir Strecken, die wesentlich schwieriger sind. Auch das, was ich mir wünsche, dass wir solche Strecken bekommen, die ein bisschen anspruchsvoller zu fahren sind. Da bieten sich ja durchaus einige Strecken in Deutschland an. Die Schwarzwaldbahn zum Beispiel. Sehr herausfordernd wegen der Steigung. Geislinger Steige kann man da auch reinnehmen, so eine Strecken. Oder Gießen-Siegen nach Troisdorf-Köln. Wäre auch eine schöne Strecke. Die herausfordernd ist. Auch mit einer meiner Lieblingsstrecken. Also ich habe so ein Platz 1 bis 5 von meiner Lieblingsstrecken. Die ich von Schönheit und vom Fahren her super finde. Auf Platz 1 ist bei mir immer noch die Mosel, weil an Schönheit nicht zu überbieten ist die Moselstrecke zwischen Koblenz und Saarbrücken. Beziehungsweise, ich sage jetzt einfach mal Saarbrücken, weil auch der Teil hinter Trier Richtung Süden weiter ist sehr schön. Dann kommen die linke und rechte Rheinstrecke jeweils. Dann Schwarzwaldbahn Platz 3, dann Gießen-Siegen, Oisdorf auf Platz 4 und dann kommt die Gäubahn auch schon auf Platz 5.
Wobei die Gäubahn auf Platz 1 ist vom Fahren her. Weil auf der Gäubahn sitzen ganz, ganz viele Fahrdienstleiter, die wirklich wissen, was sie tun. Also die Gäubahn müsst ihr euch ja vorstellen, die ist ab Horb, ist die eingleisig. Und in den Bahnhöfen hat man jeweils immer ein Gleis, an dem Zugkreuzungen stattfinden können. Das heißt, wo wir zwei Gleise haben, dass der Intercity und wir als Güterzüge uns kreuzen können. Und die Fahrdienstleiter, die rufen einen an und teilen einem mit, du Kollege, pass auf, da kommt jetzt ein Intercity von vorne, fahr mal langsam, dann brauchst du nicht stehen bleiben. Dann fährt man in die Überholung rein, dann hat man hinten die Weiche freigefahren, dann kommt der Intercity von vorne schon, der hat schon grünes Signal, weil man die Weiche in ihr schon freigefahren hat. Dann fährt er vorne über die Weiche und dann dauert es keine 3 Sekunden und wir haben auch grün, sind noch nicht mal zum Stehen gekommen und können weiterfahren. Und deswegen liebe ich die Gäubahn so, weil dort noch Fahrdienstleiter sitzen, die wirklich wissen, wie ihre Eisenbahnstrecke funktioniert. Und wie sie den Verkehr schnellstmöglich abwickeln. Habe aber auch schon umgekehrt Fahrdienstleiter gehabt, wo ich der Meinung war, die wollen mich jetzt flachsen. Und dann habe ich Beispiel einen Fahrdienstleiter gehabt, das war ein Bahnhof. Ich nenne jetzt keine Namen von Bahnhöfen oder so, weil das wäre unhöflich. Ich bin ja hier öffentlich unterwegs, nicht, dass ich da jetzt jemanden speziell angreife. Also das sind 3 Gleise. Dort haben wir ein Gleis, was für den Regionalverkehr und Güterverkehr eigentlich ausschließlich gedacht ist. Und dann haben wir nebendran 2 Gleise, die für den Schnellverkehr, beziehungsweise auf dem eigentlich auch die Regionalbahn und die Güterzüge fahren, sofern keine ICEs gerade kommen. Oder Intercities. Wenn nicht nur ICEs sein, können ja auch Intercities sein. Und ich stand auf dem Gleis, was für die Regionalzüge und für die Güterzüge eigentlich eher vorbehalten ist an der Ausfahrt und dann schon verspätet und dann kam der Anruf, ja, du stehst jetzt hier erstmal 25 Minuten, da müssen jetzt 2 ICEs von hinten durch und dann habe ich ihn gefragt, ja du Kollege, weißt schon, dass ich hier auf der Regionalbahn stehe, ne? Dann sagte der doch zu mir, ja egal, die ICEs müssen trotzdem an die vorbei, sage ich, aber die ICEs, die fahren auf den Gleisen neben mir, fahren ja nicht auf dem Gleis, wo ich fahre. Ja, nee, trotzdem. Da habe ich ihn gefragt, ja du, sag mal Kollege, du bist auch Quereinsteiger, ne? Und gerade fertig geworden. Sagt er, ja, woran merkst du denn das? Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, bei der Scheiße, die du hier verzapst, ist das ja offensichtlich. Sag ich, macht. Und dann, man ist ja dann als Lokführer auch irgendwann mal genervt, ne, wenn man so Verspätungen, gerade im Güterzugverkehr von einer Stunde und mehr hat. Man ist ja irgendwann auch hart genervt. Gerade wenn man 2 Züge gefahren ist. Also einen hin und einen zurück. Und dann habe ich ihm auch gesagt, wenn ich jetzt hier in 2 Minuten kein grünes Lichtchen da vorne bekomme, dann ist hier Feierabend, dann fliegt der Bügel auf den Tisch und dann kannst du mich gerne haben. Abgesehen davon, dass ich als Lokführer ja auch die Pflicht habe, meine Arbeitszeit zu beobachten. Ich darf nur 10 Stunden am Tag aktive Arbeitszeit haben. Also da ist auch nochmal, das kennen viele Leute nicht, das habe ich auch erst bei der Eisenbahn kennengelernt. Es gibt schutzwürdige und nicht schutzwürdige Arbeitszeit. Die gibt es auch in anderen Berufssparten, aber ich kenne die erst seit der Eisenbahn. Und alles, was betrieblich oder betriebliche Vorgänge beinhaltet, ist schutzwürdige Arbeitszeit. Das heißt Aufrüsten, Züge fahren, Züge kontrollieren. Also alles, was irgendwie damit zu tun hat, den Zugbetrieb aufrechtzuerhalten und vorzubereiten oder nachzubearbeiten. Das ist alles schutzwürdige Arbeitszeit. Und dann habe ich aber auch nicht schutzwürdige Arbeitszeit. Da sprechen wir zum Beispiel, wenn ich Gastfahrt mache. Also da kommt ja als Güterzug-Lokführer für alle von euch, die bei der Eisenbahn nicht so groß drin sind. Gastfahrten sind, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zug nach Köln fahre und ich aber keinen Rückzug habe, dann setze ich mich in ICE und fahre mit dem ICE wieder zurück. Das ist dann eine sogenannte Gastfahrt und die ist nicht schutzwürdig. Das heißt, ich könnte theoretisch 6 Stunden, 6 Stunden jetzt übertrieben, ich könnte 4 Stunden mit dem ICE zu einem Bahnhof fahren, um dort einen Zug zu holen und dürfte diesen Zug dann trotzdem noch 10 Stunden fahren. Was ich natürlich eigentlich nicht mache, weil man versucht schon, die Lichtzeiten unter 12 Stunden zu halten. Was nicht immer hundertprozentig funktioniert. Aber also ich könnte jetzt auch 10 Stunden mit dem ICE durch die Gegend fahren und könnte danach trotzdem noch 10 Stunden in den Zug fahren, wenn ich das wollte. Weil die ICEs, also meine Gastfahrten zählen als nicht schutzwürdige Arbeitszeit. Ne? Oder wenn ich eine Arbeitszeitunterbrechung, gibt es ja bei uns öfter mal. Das ist auch eine nicht schutzwürdige Arbeitszeit. So, also, wir sind am Ziel angekommen, etwas über 1 Stunde. Das heißt, wir lassen die Fahrgäste jetzt noch aussteigen. Unter 70 Minuten bleibe ich auf jeden Fall. Das ist schon mal schön, da wird sich der Alex freuen. Und dann hoffe ich, dass ihr heute Spaß hier mit mir hattet. Und bedanke mich fürs Zuschauen.
Und ja, jetzt kommt natürlich das übliche Geplänkel, was ich am Ende meiner Livestreams immer so ein bisschen raushaue, was hier jetzt in veränderter Form stattfindet. Und das heißt, ich bedanke mich jetzt erstmal bei allen Zuschauern, die bei Trains in World auf dem YouTube-Kanal zugeschaut haben. Und hoffe, ihr habt Spaß mit mir gehabt. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, meinen YouTube-Kanal zu besuchen. Einfach Ramagani oben eingeben. Ich hoffe, der Alex ist diesmal vercheckt ist nicht diesmal die Links unten in die Videobeschreibung mit reinzupacken. Wenn nicht, einfach Ramagani eingeben, das sollte eigentlich machbar sein. Und dann habt ihr dort, also ich denke mal, wenn die Videos hier kommen, sind wir wirklich schon über 700 Folgen im Let's Play und bei, ja, könnten vielleicht sogar schon 100 Folgen Livestream sein. Das ist einiges an Material bei mir auf dem Kanal. Nicht nur das, auch andere Spiele werden dort gespielt. Und dann seid ihr da recht herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Ansonsten lasst, das zählt jetzt für beide Kanäle, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, das ist immer ganz wichtig. Damit unterstützt ihr uns, nicht nur mich, sondern auch DTG. Ihr dürft natürlich sehr gerne Kommentare da lassen, die werde ich auch auf beiden Kanälen beantworten. Das heißt auch die Kommentare, die bei DTG unter den Videos hier kommen, die werde ich natürlich auch beantworten, so gut und so es mir dann auch möglich ist. Für meine Zuschauer gilt dann weiterhin die Einladung auf dem Discord, zählt natürlich auch für E-Zuschauer. Ich habe einen Discord, dort könnt ihr abstimmen. Ich mache sonntags immer eine bunte Tüte, eine Tüte Buntes. Das heißt, wir spielen uns quer durch das Trains in World Universum, alle Strecken, alle Lokomotiven und blauen Blub und tralala. Und da dürft ihr natürlich sehr gerne mit abstimmen, was wir dort dann machen wollen. Und in dem Sinne wünsche ich allen Zuschauern jetzt einen angenehmen Abend und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Und bis dahin heißt es von mir dann wie immer eingehauen und bis zum nächsten Mal.